Warum sehen die Wolken so komisch aus? Randvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein. Sehr gut. Die verteilen wir sofort. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz hier. Das ist nicht so optimal, glaube ich. Hier ist gar nichts. Doch, hier ist was. Guck mal da. Wo ist das? 48 Meter. Ist da Wasser? Na, dann ist egal. Eingang. 160 Metern. Aber ich würde jetzt gerne erstmal mit der Mission weitermachen, um ehrlich zu sein. Z war das, ne? Yo! Langsam kann ich es mir merken. So. Wir hätten das hier. Leichter Schaden. Naja, gut. Fähigkeitenschaden, kritische Chance. Was haben wir hier denn? Fernkampfschaden würde ich eigentlich ganz gut finden. Nahkampfschaden ist auch sehr gut. Okay. Oh, das machen wir. Betäubung, Tempo und kritische Chance. Kritischer Schaden, das machen wir. So, Inventar, da haben wir was. In der Tasche. Ah ja. Ein bisschen Loot haben wir da, aber ganz ehrlich, brauchen wir nicht. So, jetzt machen wir diese scheiß Kindermission endlich mal. West. Ich habe jetzt nämlich eine Idee, wie wir das hinkriegen. Pass auf. Wir sind doch gerade hier irgendwie... Irgendwo, wo wir hier hin sind. Da sind wir doch hier so rum. So irgendwie, ne? So, hier. Und da, hier haben wir übrigens einen Opal vergessen, sehe ich gerade, aber egal. Die können wir auch irgendwann anders mal einsammeln. Ich würde gerne einmal nach hier und dann gehen wir mal in die Richtung wieder raus. Oder war das die hier? Fuck, ich hab's vergessen. Na, egal. Weil die hatten doch irgendwas noch gesagt, bevor wir dann abgehauen sind. Irgendwo da in der Nähe müsste das ja sein. Da haben wir die Scheiße nämlich endlich weg. Langsam geht mir das echt auf den Piss, ey. Diese Mission da. Das fühlt sich gerade so ein bisschen wie Gladiator-Soundtrack im Hintergrund, um ehrlich zu sein. So. Also wir machen das ganz anders. Wir haben ja eine Route gemacht, gerade eben nach... ja, wohin eigentlich? Nach hier haben wir die gemacht. So. Dann hatte ich so gemacht und dann hier zur Kartenmarkierung. Aber dann sind wir da hinten rechts raus, ne? Oder macht er jetzt einfach nur einen kleinen Umweg? Ja, wir sind hier hinten lang. Jetzt weiß ich es auch wieder. Da sind wir nicht lang. Wir sind hier hinten raus. Jetzt erinnere ich mich. Ja, okay. Genau hier sind wir lang. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Machen wir das nochmal weg. Dann gehe ich einmal manuell weiter.
Hier war es. Ganz genau hier. Ich geh mal hier hoch. Wo lang jetzt? Hier lang, wir sind gleich da. Soll ich meinen Weg einfach weiter, oder? Das war ein Eichhörnchen. Komm schon, Eivor! Kannst du nicht schneller? Hey, ich laufe die ganze Zeit vor, du Vollidiot. Du musst mir sagen, was passiert ist! Nein! Du würdest es doch nicht verstehen! Glaub mir einfach! Da oben? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ist das hier ein... Ab hier drüben erst. 160, Alter. Finde ich hart, ey. Nein! Oh, nee. Warum? Ich will hier rein. Er hat's echt gemacht. Shh, sie kommen. Hat... Wo ist der Schlüssel? Kann ich die Tür von innen aufballern vielleicht? Ist von hier? Nee. Scheiße. Was siehst du, alte Freundin? Okay, ich gehe den Weg dann einfach mal weiter. Sprich mit mir, Mensch. Ich will wissen, wo wir hin müssen. Oh. Dann kriege ich jetzt auf einmal so 10 EP. Ich überlege mir gerade echt halt kurz zu schneiden und dann zu gucken, was ist, Alter, ey, bevor ich mir hier einen Arsch absuche. Wir sind mit Sicherheit schon im anderen Gebiet drüben. Ja, sind gerade auf der Grenze, toll. Wir sind mit Sicherheit schon viel zu weit. Ah, Gott. Ich guck trotzdem mal ganz kurz hier drin. Vielleicht ganz kurz bei der Aufnahme mache ich dann eine ganz kurze Pause und dann ist das nämlich einfacher, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ich suche das mal ganz kurz raus und wir schneiden mal ganz kurz. Kleinen Moment bitte. Okay, ich weiß, wo es ist. Es ist tatsächlich bei dem Haus, wo er gerade eben war. Ich hätte nur mal vom Pferd absteigen sollen, ich Vollidiot. So, wir kommen von da. Wir müssen das eigentlich streng genommen zu Fuß machen, um ehrlich zu sein, aber ganz ehrlich, nein. Einfach sau unnötig. Ich kürze mal ein bisschen ab. Hier irgendwo geradeaus weiter. Da ist es doch. So, ich steige mal ab. So, jetzt angeblich irgendwo hier. Och nee, jetzt latschen die erstmal hier hin. Großartig, dann kann ich in der Zeit ja meinen Schlüssel suchen. Ja, ich sehe keinen auf der Karte. Großartig. Ja. Was machen die denn da? Kommen die nicht? Oh, die
Diese scheiß Kinder, ne? Ey, die sind so saunervig hier. Was ist denn jetzt? Ja, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Wieso geht das denn nicht? Alter, ey, ich kotze bei dieser Scheißmission, ey. So eine Pisse ist das gerade. Meine Güte, ey. Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eiras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Eira. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Wir müssen ihm Wieso sind Kinder im Videospiel immer so saunervig? Wenn jetzt Seine ganz... Oh, Alter, Halsmaul, ey. Dumme Sau. Die scheißt du jetzt wenigstens auf? Ich brauche den Hausschlüssel. Wenn ich Glück habe, ist er hier in der Nähe. Jetzt ist der Schlüssel auf einmal da. Ich kann kotzen, ey. Fuck. Ein Schlüssel für die Tür. Ich muss sie vorsichtig öffnen. Mit Sicherheit nicht. Befreie den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Scheißweg. Hallo? Also nee, nicht. Hier. In diesen Schädeln sind Bissspuren. Der Wolf muss ihm beim Jagen geholfen haben. Nein, da war doch was. Der Mann war stolz auf seine Jagdbeute. Wenigstens hinterlässt er etwas. Ruhig, ganz ruhig. Eigentlich siehst du ganz freundlich aus. Ja, Warte. Sehen wir jetzt ja. Ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Kriegerin. Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen. Bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. Sie nicht. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch viel lernen. Sind wir das? Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Ihr seid sau hohl, das gleicht es nicht aus. So, jetzt sage ich es endlich mal. Nee, nerv mich nicht. Bleib zurück! Nerv mich ab. Seid ihr wohl auf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund.
Wolfi! Was? Hund, Wolfi, Hulfi. Wie ein Wolfshund. Nein, Gott. Gefällt mir nicht. Alter, wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn... Fress die Kinder Kaubert auf, bitte! Nennen. Sofort! Oh, Junge! Was meinst du, Eivor? Kaubert. Kaubert finde ich gut, den nehmen wir. Kaubert. Ein Name so gut wie jeder andere. Er ist unser bester Freund. Kaubert, Alter. Das ist voll der geile Name. Jetzt so. Müssen wir aber nach Hause. Wir alle. Na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben. Ich finde es schön, wie die Kinder schneller rennen als wir. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Nun, Kaubert, habt ihr Kinder heute irgendwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Gute Idee. Direkter Befehl, denn wir sie er scheint euch halten zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns wir, ja. Verrotten. Ich so hab wie das gemacht. Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern. Verstanden? Ab nach Hause mit euch und vergesst euren neuen Freund nicht. Oh Gott. Endlich ist die Scheiße weg, ey. Alter Vater, ey. War das nervig, ey. Oh, jetzt können wir endlich wieder ruhig. Jetzt den Wolf auf einen Gegner, voll geil. Gegen was können wir das mal ersetzen? Giftiger Fernangriff, den können wir mal behalten. Das behalten wir auch. Blick des Nornier Schlummerdorn eigentlich auch. Dann behalten wir es erstmal in der Rückhand. Wir haben 2 Punkte wieder. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Was ist das hier? Perfekter Angriff. Drücke linke Maustaste erneut, während du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten. Das würde ich gerne machen. Um ehrlich zu sein, aber ich gucke nochmal ganz kurz weiter. Ich würde gerne mal gucken, was hier oben noch ist. Deswegen machen wir den hier mal ganz kurz. Wie viele Fähigkeiten es halt gibt, ne? Das ist echt nicht normal. Fernkampfschaden lohnt sich eigentlich auch. Den Bogen benutze ich ja ehrlich gesagt relativ häufig. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz hier. So, dann wollte ich das hier. Warten wir als nächstes. Berserker. Biest aus der Unterwelt. Achso. Siedlungsstufe 4. Mitglieder des Ordens. Kostet von dem Trank. Geht noch nicht. 10 Verträge. Alle Codex-Seiten. Das kann dauern. Mit Tova sprechen. Das machen wir erstmal. Es ist ja hier auch in der Nähe. Ist da drüben. So, das müssten die 2 Punkte sein, die ich gerade eben verteilt habe. Ja, jetzt wird es oben rechts links stehen. Das sind 2 Hätten. Ding. Können wir den streicheln? Nein. Schwach. Beim Tragen der Fackel. Das ist doch der. Wir werden gleich erleuchtet sein. Keine Sorge. So. Da hinten. Wir hatten ja noch so viel vor uns. Tova. Eivor, es ist Svein. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft.
Doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Svein war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Hm. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Svein an dich geglaubt hat. An dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen. So, jetzt können wir noch eine Sache machen. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. Verzeih, dass ich nicht hier war, um dich zu verabschieden, alter Freund. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. Okay. In solchen Situationen weiß ich nie, was ich sagen soll. Hier ist. Okay. Jetzt machen wir das aber, glaube ich mal, oder? Ach, wir wollten gucken, ob wir was bauen können. Ich würde sagen, das machen wir mal ganz kurz. Davor laufe ich schon mal zum Schiff runter. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Wartet bei der Schenke. Okay. Mal dann. Machen wir das mal. Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. So. Ich muss sehen, was du siehst. Angelschnur, ganz ehrlich, was soll ich damit? Festmalstärkung. Tätowieren, ja, das machen wir mal nicht. Legendäre Tiere, Belohnungen, Festmalstärkung. Das ist Julfest. Da hinten ist noch was. Festmalstärkung, Römische Artefakte belohnen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das können wir mal machen, das Museum, würde ich sagen, oder? Wie sehe ich das? Wir machen das Museum mal, würde ich sagen. Oder? Was ist das da? Festmeisterung. Okay, wir machen das Museum. Und auf dem Weg dorthin laufe ich mal ganz kurz bei Dingen vorbei. Warte mal. Nicht bei ihm hier, sondern hier.
Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay. Dann haben wir da wohl nichts gesammelt. Ich wusste nicht, ob wir da was haben, deswegen habe ich auch nochmal geguckt. So. Ist das hier, ne? Ist das das hier? Nein. Da vorne. Salve, Eivor. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du draußen in der Welt römische Artefakte findest, bring sie mir. Ich schätze sie sehr und gebe ihnen ein gutes Zuhause. Bei mir. Toll. Nun muss ich gehen. Auf bald. Die Durki, frohe Mini. Warte. Nein. Ich drücke mal Escape. Wir sehen... Vale! Das wollte ich. Hey, wir haben noch Siedlungsstufe 4 jetzt. Hallo? Ja, hier, Siedlungsstufe 5. Ja, danke für nichts. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Oh, sieht schön hier drin aus. Ich schätze, das wird vorerst reichen. Auch wenn ihm der Prunk des Imperiums in seiner Blütezeit fehlt. Gefällt es dir nicht? Nein, nein, es ist nur nicht gerade sehr römisch. Es braucht mehr. Mehr Relikte, mehr Statuen, mehr Rom. Wenn dir auf deinen Reisen irgendwelche besonderen römischen Artefakte begegnen, bring sie her. Dann können wir hieraus noch was machen. Eivor, warst du jemals verliebt? Warum fragst du? Ich will wissen, ob du das Gefühl kennst, wenn dir dein Herz aus der Brust gezogen wird, während es dem flüchtigen Objekt deiner Begierde folgt. Ich frage mich, ob du je den bitteren Schmerz fühltest, deine Liebe in jemand anderes Armen zu sehen. Ich habe diese Qual erlebt. Und Maximilian war der Grund. Einer deiner Geliebten? Oh Götter, nein! Nein, 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 nein. Maximilian ist eine Schlange, ein Igel, eine schleimige, blutsaugende Natter von einem Mann. Er stahl mir meinen Schatz. Eine perfekt erhaltene Statue eines Legionärs. Das ist alles, wonach es mir verlangt. Zuletzt hörte ich, Maximilian hätte sich in oder um London verkrochen. Mit meinem Liebling als Geisel zweifellos betatscht und begafft. Solltest du ihn je sehen, richte ihm meine Grüße aus. Was heißt, spuck ihn an und dann hol meine Statue zurück. Ich habe noch keine 5 anscheinend. Ich muss gehen. Bonum fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Ja, ich hatte gehofft, ich kann schon welche abgeben. Schade aber auch. Da haben wir die schon automatisch abgegeben. Ist auch egal. So, jetzt hier. Questlog. Da, wir machen jetzt endlich mal eine Story weiter. Über eine Stunde machen wir jetzt schon hier anderthalb, glaube ich sogar schon. Eilen wir jetzt hier schon rum. Da unten geht's hin. Das heißt, wir machen mal eine Quickreise zum Schiff. In die Wellen.